Wenn du die heiße schwarze Flecke auf deinem Paket hast und der Vermieter dir die Hölle heiß macht, keine Panik, wir bringen dich heute raus. Du hast mit Schrecken festgestellt, dass du schwarze Flecken auf deinem Boden hast und dein Vermieter macht dir wegen dem die Hölle heiß. Du weißt nicht, ist es vom gestrigen Besuch gewesen, sind es Rotweinringe, weil sie gefestet haben, oder sind es einfach Tatzenspuren von deinem Büsi? Es gibt einige verschiedene Fleckenarten, aber woher kommen die schwarzen? Die Flecken entstehen durch eine Gerbsäurereaktion. Gerade Eiche hat sehr viel Gerbsäure im Holz. Und wenn Metall und Wasser in Kontakt mit der Eiche kommt, bildet sich ein sogenannter Gerbsäurefleck. Der ist meistens tiefschwarz und entsteht vor allem bei metallischen Gegenständen, wie zum Beispiel Möbelfüße aus Metall, Blumentöpfe und Fressnäpfe. Mir ist das letztens selber passiert. Wir haben für uns ein Holzpunktstudio einen Blumentopf kaufen für unsere schönen Eichen. Jetzt ist das aber ein metallischer Blumentopf und der Kollege hat beim Gießen letztes Mal wahrscheinlich ein bisschen daneben gelernt. Was ist passiert? Es hat einen tief schwarzen Ring gegeben. Die Lösung ist der Tannin Spot Remover von Wokka. Auf Deutsch der Gerbsäurespray. Die Anwendung ist simpel. Spritze ein bisschen drauf. Ihr müsst nicht sparen damit, es darf ruhig genug drauf haben. Ich spritze jetzt hier extra noch die Hälfte drin, dann sehen wir den Unterschied. Bevor du jetzt aber wild drauf lossprayst, teste den Gerbsäurespray zuerst an einer unauffälligen Stelle irgendwo in deiner Wohnung. So. Und reibe das mit der weichen Seite vom Schwamm ein. Geht einfach ja nicht vorgängig bürsten mit der rauchen Seite, sonst macht ihr mehr Schäden, als es sonst schon hat. Könnt ihr es ein bisschen massieren und jetzt lassen wir es eine halbe Stunde bis eine Stunde einwirken. In der Zwischenzeit könnt ihr euch zurücklehnen und den Spray seine Arbeit machen lassen. Wenn ihr dann wieder kommt und seht, dass der Fleck sehr hartnäckig ist und man immer noch etwas sieht, könnt ihr die Anwendung einfach wiederholen. Du siehst, der Fleck ist weg. Jetzt können wir den überschüssigen Tanninspray wegwischen. Das machen wir nie mit einem Mikrofasertuch, sondern immer mit einem feuchten Baumwolltuch. Schau einfach, dass das ganze überschüssige Material für den Gerbsäurespray abgetragen hast. Wenn das gemacht ist, lass das zuerst mal trocknen. Nach der Behandlung mit dem Gerbsäurefleckenspray musst du die schützende Oberfläche wieder aufbauen. Wenn du jetzt wie hier einen natto-gefüllten Boden hättest, dann müsstest du dementsprechend auch ein natto-Pflegeöl nehmen. In unserem Fall, wir haben jetzt einen weiss-gefüllten Boden, müssten wir ein weisses Pflegeöl nehmen. Wichtig ist auch, dass du jedes Gebinde aufschüttelst, damit sich die Weißpigmente verteilen können. Einfach ein bisschen schütteln, bis die Farbe konstant ist, dann ist gut. Auf dem Bereich, wo der Fleck war, kannst du jetzt einfach ein bisschen auftragen. Das reicht schon. Und dann mit einem beigen Pad verreiben. Einfach so ein bisschen einmassieren, damit es in die Poren geht. Und nachher wieder mit einem Baumwolltuch abpolieren. Da für dich noch eine kurze Zusammenfassung. Schwarze Flecken auf Parkett entstehen durch die Reaktion von Gerbsäure mit Metall und Wasser. Die Reaktion kann nur auf gerbsäurehaltigen Hölzer, also hauptsächlich Eichen, stattfinden. Der Gerbsäurefleckenspray neutralisiert die Flecken mit wenig Aufwand. Bearbeitete Stellen sollten unbedingt nachbehandelt werden. Mit der passenden Unterlage wird der Kontakt und somit die Fleckenbildung unterbunden. Es entstehen keine neuen Flecken. Das kannst du machen, um neue Flecken zu verhindern. Wenn du einen metallischen Blumentopf hast, schau, dass er keinen Kontakt zu deinem Boden hat. Leg einen Filzgleiter darunter oder einen Keramikuntersatz. Es darf einfach nicht in Kontakt mit der Eiche kommen. Wenn du deine Flecken zaubert loswerden willst, findest du den Link zu dem Produkt unter dem Video in der Beschreibung. Holzpunkt. In Zürich, Bern, Zug, Basel und Wila.